Sind Sie zum ersten Mal hier auf so einer Jobfair-Messe in Saarbrücken? Aldi an sich ist jetzt nicht zum ersten Mal dabei. Das heißt, Sie suchen auch bewusst nach Nachwuchskräften, vielleicht sogar Nachwuchsführungskräften an den Universitäten im Rahmen solcher Messen? Ja, das ist richtig. Wir suchen immer wieder, klar, super Leute, ja, tolles Personal. Und ich denke mal, dass wir da an der Uni direkt bei den Zielpersonen dran sind. Was ist der Mehrwert, der dem Studenten zugutekommt und auch Ihnen zugutekommt, wenn Sie sich hier mit den Studenten den ganzen Tag lang unterhalten? Ja. Also im Prinzip, das Ziel ist natürlich hier, interessante Studenten kennenzulernen und auch Studenten, die an uns interessiert sind, ganz klar. Die Unterhaltung, wir haben extra Kollegen aus den einzelnen Bereichen dabei. Das heißt, wir haben jemanden aus der Unternehmensberatung dabei, aus der Steuerberatung oder aus der Wirtschaftsprüfung. Das heißt, man kann da auch schon konkret über die Jobs, die wir anbieten, unterhalten. Und das Ziel ist halt eben, Informationen über den Job, über die Möglichkeiten, die es bei uns gibt, an die Studenten weiterzugeben und halt eben auch für uns halt eben interessante Kontakte zu knüpfen und halt eben auch, wenn wir merken, das könnte passen, den entsprechend auch Kontaktdaten geben, um dann letztendlich auch die Bewerbung von den Kandidaten zu bekommen, dass eventuell auch letztendlich was bei rauskommen kann. Die Allianz Beratungs- und Vertriebs AG tritt auf der Jobmesse direkt mit Bewerbern in Kontakt. Wie läuft das ab? Wir laden ganz konkret über MyJobFair 43 in diesem Jahr potenzielle Kandidaten ein, um mit denen hier am Stand Gespräche zu führen, schon über mögliche Entwicklungsschritte im Hause der Allianz. Und wir sind auf der Suche ganz konkret nach Führungskräften, nach potenziellen späteren Führungskräften im Hause der Allianz. Und das erhoffen wir uns auch von diesem Stand, von diesem Auftritt, dass wir da möglichst viel Ansprache erreichen und mit den Menschen in Kontakt treten. Wir suchen ganz konkret für in Zukunft vakante Stellen, Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte, die wir dahin entwickeln können. Und daher ist es hier für uns eine ganz wichtige Bühne, bei der wir uns präsentieren können. Ich denke zwar, dass vielen die Allianz als Arbeitgeber bekannt ist, aber was die Möglichkeiten im Hause Allianz sind, das ist eher weniger. Und dafür sind wir heute angetreten, um das sozusagen im Gespräch mit den Kandidaten einfach oder mit den Bewerbern im Grunde genommen näher zu vertiefen. MyJobFair, eine Messe für Jobs, für irgendwie einen Karrierestart. Jetzt lese ich hier, gründe deine Zukunft. Das ist ja nicht direkt ein Job. Nicht unbedingt. Es gibt hier beide Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, eine Art Job zu bekommen, wobei alles bei uns soll in Richtung Selbstständigkeit münden. Das wollen wir unterstützen, mehr Selbstständigkeit aus den Hochschulen heraus. Sie suchen gezielt nach Juristen hier. Ab welchem Semester sind die denn für Sie interessant? Prinzipiell ab jedem Semester. Für unser Praxisprogramm kann man sich bevorzugt ab der Zwischenprüfung bewerben. Dann wissen Sie schon ein bisschen besser, beziehungsweise die Juristen, in welchem Fachbereich Sie gerne mögen, können dort auch wirklich schon mit Ihrem Mentor am Mandat arbeiten und haben so wirklich auch was von eurem Praktikum. Wir haben so ein bisschen den Ansatz, dass es wirklich kein Kopierpraktikum sein soll, sondern ein Praktikum, wo Sie schon richtig was mitnehmen, wo Sie mit dem Anwalt zusammen am Mandat arbeiten. Und da macht natürlich so eine gewisse Erfahrung schon Sinn. Deswegen. Das heißt, Sie sind jetzt konkret auf der Suche nach Praktikanten? Wir sind auf der Suche nach Praktikanten, nach Referendaren, nach wissenschaftlichen Mitarbeitern, nach Berufseinsteigern. Wir sind da recht breit aufgestellt an unserem Standort. Haben Sie da irgendwie können Sie das messen, was bei so einer Jobmesse wirklich rumkommt an Leuten, an Bewerbern, an Praktikanten, vielleicht an Berufseinsteigern? Gibt es da irgendwelche Geschichten, Erfolgsgeschichten dazu? Jede Menge. Also klassisch an der Uni, an den Fakultätskarrieretagen, findet man natürlich immer mehr Praktikanten, die noch im Studium sind, einfach weil von denen mehr hier sind. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Leute, die hier studiert haben und gezielt herkommen, um sich über das Referendariat oder den Berufseinstieg zu informieren. Und ich würde es nicht konkret nur an den Bewerbungen messen, die jetzt im Nachgang der Messe entstehen, sondern auch daran, wer kennt uns hierher und überlegt sich dann vielleicht auch im Jahr nochmal, Mensch, da war doch das Gespräch auf der Messe, da habe ich doch die und die Infos bekommen und da schaue ich jetzt nochmal, was draus geworden ist oder was draus werden kann. Vielen Dank. Gerne. Thank you.